Xander Harris hat den Arm von Cassandra Ryan gefunden und das in der Highschool. Kaum zu glauben, aber damit erstmal herzlich willkommen, meine lieben Yoshis, zu einem weiteren Part. Buffy im Bande Dämon Chaos Bleeds. Ihr seht schon, es geht in den alten Steinbruch und auf dieses Level freue ich mich ganz, ganz besonders, denn ich darf in diesem Part nämlich meinen Lieblingscharakter spielen. Welcher das sein wird, das werdet ihr hiermit herausfinden. Also, seid gespannt, seid ihr bereit? Los geht's! Wer könnte es wohl sein? Auf welchen Charakter freue ich mich wohl schon die ganze Zeit? Was meint ihr? Diejenigen, die mich kennen, wissen, welcher Charakter es sein wird. Denn meine absolute Lieblingsfigur aus der Serie. Es ist nämlich Faith. Oh, gruselig. Genau der Ort, an dem man erwartet, Teile einer zerhackten Frauenleiche zu finden. Auf diesen Tag habe ich lange gewartet. Du machst mir keine Angst mehr. Ja, ihr Lieben. Und damit heißen wir schon mal Faith in der lustigen Runde willkommen. Wer ist denn Faith, ihr Lieben? Ich habe euch gesagt, dass sie eine dunkle Jägerin ist. Und dazu kommen wir gleich auch noch. Erstmal will ich sie euch erstmal überhaupt vorstellen. Ihr Name ist Faith Lee Hain. Sie kommt aus Boston. Und, tja, ist nach dem Tod der Jägerin Kendra zu einer weiteren Jägerin berufen worden. Weil irgendwie hat der Rat es immer noch nicht geschnallt, dass Buffy noch nicht tot ist. Faith ist nämlich in der dritten Staffel das erste Mal aufgetaucht. Was man hier nicht so alles finden kann. Oh, gleich Secret. Nice. Ja, ihr Lieben. Doch, warum bezeichnet man sie als die dunkle Jägerin? Was hat Faith getan? Ganz einfache Geschichte. Natürlich war Faith am Anfang eine ganz gewöhnliche Jägerin wie Buffy auch. Sie haben zusammen Seite an Seite gekämpft, doch dann ist Faith ein Missgeschick passiert. Aus Versehen hat sie einen Menschen gepfählt, nämlich den Assistenten des Bürgermeisters, den sie fälschlicherweise für einen Vampir gehalten hat. Doch, ja, sie hat es nicht bemerkt, Buffy hat es zu spät bemerkt und da war es schon geschehen. Faith hatte den Mann gepfählt. Autsch. Okay, jetzt haben wir ein klitzekleines Problem, weil die werden doch hier ein bisschen aufdringlich, die Viecher. Eieiei. Das Level gar nicht so schwer in Erinnerung gehabt. So, tschüss. Kaputt. So, und ich meine, dass es hier noch was gab. Was man hier nicht so alles finden kann. Wusste ich's doch. Hier waren die Secrets eigentlich relativ leicht zu finden. Meistens jedenfalls. Das scheint mein Glückstag zu sein. So, jetzt gibt's Dresche. Ja, wo ist der Unterschied zwischen Faith und Buffy? Eigentlich ganz einfach. Abgesehen davon, dass Faith natürlich, ja, die Jagd auf Vampire nämlich wirklich liebt. Denn sie hat nichts anderes. Ja, ist Faith auch generell von der Person ganz anders als Buffy. Denn während Buffy mehr so das brave Mädchen ist, ist Faith das, was man ein typisches Bad Girl nennt. Oder, was heißt Bad Girl? Sie ist eben halt die Partymaus. Sprich, Faith lebt ihr Leben so, wie sie es will. Genießt es in vollen Zügen und hat auch keine Angst davor, eine Jägerin zu sein. Sie genießt es sogar richtig. Und wer Faith kennt, weiß, wer ihr zu nahe kommt, wer sie antatscht, beziehungsweise ihr irgendwie blöd kommt, kriegt aufs Maul. Und das ist Faith. So, kaputt. Medizinmann in der Schachtel, cool. Ja, und generell, sie ist einfach cool. Was soll das heißen? Ich bin Nummer 2. Ich bin die Bessere. Ich bin viel heißer als Buffy und ich schlage viel härter zu als sie. Wolltest du ausprobieren? Nein? Tschüss. So, jetzt ist aber mal genug hier. Touch mich nicht an. Ich bin sowieso viel zu geil für dich. So. Mann, Mann, Mann. Das ist ja noch einer. Leg dich hin. Möchte nicht an deiner Stelle sein. So, danke, danke. So, gucken wir uns doch... Moment. Ja, ich weiß, dass man das hier wegschieben kann, aber ich wollte mich hier eigentlich generell nochmal umgucken und euch natürlich auch ein bisschen mehr Hintergrundwissen zur Faith geben. Faith, ihr Wächter, ist nämlich getötet worden, und zwar von Kakistos. Ja, kaum zu glauben, Kakistos hat ihren Wächter gekillt. Ich komme hier zwar nicht rein, aber es gibt immer einen anderen Weg. Das stimmt allerdings. Tja, und das hat auch dafür gesorgt, dass Faith große Angst vor Kakistos hatte. Allerdings ist Kakistos, wie gesagt, noch in derselben Folge gekillt worden. Ja, aber nun ist er wieder da. Und das bedeutet, das ist jetzt der Moment der Abrechnung für Faith. Jetzt kann sie Kakistos, an Kakistos Rache nehmen dafür, dass er ihren Wächter getötet hat. Tja, aber auch die Entwicklung von Faith war sehr interessant. Dadurch, dass Faith sich, wie gesagt, der dunklen Seite hingegeben hat.
ist sie natürlich auch auf die dunkle Bahn abgerutscht. Denn wie sagt man immer so schön, wenn man jemanden tötet, das verändert einen. Und Faith hat es verändert. So. Und Faith ist, wie gesagt, ziemlich brutal veranlagt. Und sie sieht verdammt wahnsinnig sexy aus. Das kommt auch noch dazu. So, du legst dich gleich erstmal hin. Leg dich hin. Geht doch. Okay, hier kann ich nichts sprengen, außer ich habe Bock auf eine Sintflut. Hey, ich könnte einen Baum pflanzen. Oder einfach irgendwas damit umbringen. Ja, ihr seht schon, Faith ist wirklich ein wenig mordlustig veranlagt. Kammerjägerin. Dam, da, dam, da, dam. Gucken wir mal, da kommt schon der Nächste, der spielen will. Das ist aber nett. Hinter mir ist ja noch was gewesen. Alter, jetzt ist hier aber mal genug. Ey. Das war meins. Du blöde Sau. Boah, du stinkst. Du stinkst aus dem Mund wie die Kuh aus dem Arsch. Meine Güte. So. Jetzt haben wir das erstmal wieder. Ach, ihr auch noch. Pupsi! Da bist du ja wieder. Was willst du? Nerv nicht. Ist ja immer noch. Okay, du hast mal gelebt. Was haben wir hier? Ein Pflock. Nee, Pflock brauchen wir nun nicht. Wartet mal. Aha. Ach ja, genau. Stimmt. Ich muss dafür sorgen, dass ich ihn gleich nicht absaufe. Dam, da, dam. Schieben wir doch die Fässer drunter. Das war fast Nummer 1, aber wir brauchen natürlich noch ein zweites. Sonst kann das Ding ja natürlich nicht Was haben wir denn hier? Schwimmen. So, das sollte reichen. Okay, ich hoffe, das steigende Wasser drückt diese Fässer nach oben und mich mit seinem Fahrstuhl auf. So. Mann, ich habe schon Knoten im Hirn. Tja, Faith, so oft nachdenken musstest du sonst auch nicht, wa? So, voll aufgespießt. Und da haben wir ja den nächsten hier. Pupsi! Sei doch nicht so unhöflich. Ja, ja. Wie gesagt, die gute Faith hat dann gegen Buffy am Ende gekämpft, ist von Buffy schwer verletzt worden. So schwer, dass sie ziemlich lange im Koma gelegen hat und als sie aufgewacht ist, hat sie Rache genommen, indem sie versucht hat, Buffys Leben zu übernehmen. Indem sie ein Geschenk vom Bürgermeister bekommen hat, womit sie mit Buffy kurze Zeit den Körper tauschen konnte. Ja, dummerweise hat Buffy es am Ende natürlich geschafft, das Ganze rückgängig zu machen. Worauf Faith nach Los Angeles abgehauen ist und versucht hat, im Auftrag von Rotherham und Hart Angel zu töten. Ja, zumindest hat sich Faith das so gedacht. Dummerweise hat Angel, ja, alles dafür dran getan, um Faith zu stoppen und hat immer noch an das Gute in Faith geglaubt. Und am Ende war es auch tatsächlich so, dass Angel es geschafft hat, Faith genau an diesen Punkt zu bringen, dass sie so einen Schreck gekriegt hat davor, dass sie böse geworden ist, ich steh zwar nicht auf Andenken, dass Angel sie töten sollte. Aber genau das hat Angel nicht getan. Tja, und am Ende hat Faith eingesehen, was sie für einen riesen Bockmist gebaut hat und hat sich sogar der Polizei gestellt. Weswegen sie auch bis zu diesem Moment im Knast gesessen hat. Zum Ende der Serie ist sie übrigens nochmal wiedergekommen, um natürlich einmal Angel erneut in den Arsch zu treten, wo er dann wieder zu Angelus geworden ist, damit Willow ihm die Seele wiedergeben kann. Und natürlich, als das Urböse in der Serie sich wirklich geblicken lassen hat und die Welt bedroht hat, ist Faith zum letzten Kampf noch dazugekommen und hat ihren alten Freunden unter die Arme gegriffen. Man kann sagen, Faith ist am Ende geläutert worden. Und ich muss immer noch sagen, sie sieht immer noch wahnsinnig sexy aus. Ja, ich geb's zu, das Alpha Yoshi war total verknallt in Faith. Ich muss auch sagen, die Schauspielerin ist auch sehr hübsch. Eliza Dushku. Ich komm einfach zu langsam voran, Zeit weiterzuziehen. Okay, Moment. Irgendwas muss ich hier doch noch machen. Gucken wir mal. Ja, gespielt wird sie nämlich von der Schauspielerin Eliza Dushku, die ihr auch in ganz vielen anderen Filmen treffen werdet. Falls ihr den Horrorfilm Wrong Turn findet, dort spielt sie nämlich auch mit, die Rolle von Jessie. In True Lies, wahre Lügen mit Arnold Schwarzenegger, hat sie übrigens auch mitgespielt. Ja, kaum zu glauben, sie ist nämlich die Tochter von Schwarzenegger gewesen. Sehr, sehr cool. Da habe ich sie nämlich das erste Mal bemerkt. Natürlich nicht zu vergessen, Girls United und ja, viele andere. Eine weitere Serie mit ihr, die ich auch sehr cool fand, war nämlich die Serie True Calling Schicksal Reloaded. Und kleiner Funfact für die Buffy-Fans hier unter uns. Als Sarah Michelle Gellar sagte, dass sie die Serie nicht weitermachen würde,
sollte es eigentlich ein geplantes Spin-Off mit Faith geben. Schade, dass es nie dazu gekommen ist, denn Tatsache ist, die gute Eliza Dushku hatte nämlich schon für die Serie True Calling Schicksal Reloaded unterschrieben. Auch eine sehr tolle Serie, die sie nur leider, wie immer, mittendrin abgesetzt haben, was ich sehr, sehr schade fand, weil die Serie war eigentlich ziemlich gut. Also ich fand sie gut. Ich meine, man kann jetzt sagen, ja, du bist ein Fan der Schauspielerin, aber nein, die Serie war auch vom Thema her sehr interessant. Also kleiner Tipp für euch, falls es euch nicht stört, dass ihr nur eine Staffel von sehen könnt, True Calling Schicksal Reloaded, das kann ich euch nur ans Herz legen. Aber genug von True Calling, wir wollen jetzt ja wissen, wie geht's jetzt hier weiter? Wie kann ich jetzt dafür sorgen, dass jetzt hier gleich alles in die Luft fliegt und Faith es rechtzeitig dahin schafft? Ich komme einfach zu langsam voran, Zeit weiterzuziehen. Da, 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 da. Lauf, Faith, lauf! Denn hier wird's gleich nass, ihr Lieben. Und zwar richtig nass. Hoffentlich hat sich Faith jetzt nicht geirrt, nicht, dass sie hier gleich ertrinkt. Das wäre nämlich nicht so schön. So viel zum Thema, man kann vor Wasser nicht weglaufen. Wenn man Faith heißt, schafft man alles. Sehr schön. Und schon sind wir oben. Dadadam, 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 dadadam. Ekliges. Hey. So, nun zu dir, Freundchen. Hat dir irgendjemand erlaubt, dass du meinen Spaten benutzen darfst? Fahr zur Hölle. Faith, Gebieterin des antiken Kampfspatens, auch bekannt als Spatung Fu. Und jetzt wisst ihr, woher ich diesen Spruch habe. Nämlich von ihr. Daher habe ich den Spruch. Faith, Gebieterin des antiken Kampfspatens, auch bekannt als Spatung Fu. Da, 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 genau. Meisterin des Spatung Fu ist sie. Zack. Und du werd mal nicht frech. Kein Pflock, aber es wird schon gehen. Nö, kein Pflock, aber dafür reicht's auch noch. Tschüss. Faith, Kammerjägerin. Was haben wir hier? Oh, sieht explosiv hier aus. Na, wenn das explosiv ist, dann muss das doch gut sein. Wirklich keine Minipacks verbrauchen, weil die werde ich nämlich brauchen, weil der Kampf hier am Ende gegen Kakistos, der wird übel werden. Du bist erstmal tot. Du kommst mit. Was haben wir denn hier? Upsi! Nervt doch nicht. So, ey, ich wollte die Schaufel mitnehmen. Ja gut, bleiben wir erstmal beim Spike. Ich stehe zwar nicht auf Andenken, aber das möchte ich behalten. Hm, Pflöcke haben wir schon genug. Können wir hier irgendwo noch was sprengen? Gucken wir doch mal. Oh, hallo Pupsi. Pupsi! Pupsi! Was willst du? Willst frech werden? Ne. So. Hier kann ich offenbar wohl noch was... Du stinkst. Fall um. Was haben wir hier? Okay, hier haben wir einen Continue-Punkt. Okay, zack, zack. Tschüss. Geht's hier wohl weiter? Dom, 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 dom. Tschüss. Faith, Kammerjägerin. Die Tür sollte ich, glaube ich, besser noch in Ruhe lassen. Besser ist es. Gucken wir uns erstmal hier um. Boah, du stinkst aus dem Mund wie die Kuh aus dem Arsch. Wie oft noch? Mit anderen Worten, geh mir nicht auf den Piss. Faith, Kammerjägerin. Was haben wir hier? Nee, das wäre nur ein weiterer Pflock. Hello? Oh. Gesellschaft! Tschüss! Au! Dreh dich doch um! Och, Faith! Komm schon! Hau ihn kaputt! Und tschüss!
Da ist er weg vom Fenster. So, was haben wir hier? Pflock. Pflock. Haben wir schon mehr als genug. Hier tropft es. Das heißt, wenn ich... Lieber schnell weg hier. Oh, okay. Da wurde alles geflutet, würde ich mal sagen. Und da oben gehe ich jetzt lieber nicht lang. Das heißt also wieder eine Etage höher. Sag mal! Au, 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 au. Vorsicht, Jungs. Jetzt ganz ruhig, Jungs. Ist doch genug Fell für euch alle da. Ich weiß, dass ich heiß bin. Ich weiß, dass ich sexy bin. Aber ich stehe nicht so auf Untote. Tschüss. Außer vielleicht auf Angel. Ja, ja, die Eifersucht um den guten alten Angel. Bist wohl überrascht, mich hier zu sehen? Oh, nee, eigentlich nicht, Süßer, aber schön, dass wir drüber geredet haben. So, leg dich hin. Tschüss. Au. Oh, da falle ich besser nicht runter, würde ich sagen. Okay, jetzt brauche ich ein Medipack. Jetzt komme ich nicht mehr drum rum. Alter, Faith! Du gehst mir gerade mächtig auf den Sender. Weißt du das eigentlich? Ha, Wortwitz, du gehst mir auf den Sender. Wenn das nicht die ewige Nummer 2 unter den Jägerinnen ist. Das kommt davon, wenn du mich beleidigst. So, hier kann ich wohl nichts machen. Genau, da ist alles überflutet. Da gehen wir also lieber mal nicht rein. Wo sind wir jetzt? Pupsi! Sag doch, dass du zum Essen vorbeikommst. Pupsi! Alter! Wirst du aber aufdringlich hier! Hatte ich nicht noch irgendwie was, das ich als Waffe benutzen kann? Doch, ich hatte noch eine Schaufel. Pflöcke. Davon haben wir ja wohl mehr als genug. Ein Vampir kommt selten allein. Die ewige Nummer 2 unter den Jägerinnen ist. Habt ihr mal? Könnt ihr mal aufhören, mich dauernd als die Nummer 2 zu bezeichnen? Ich bin hübscher, ich bin stärker und ich bin sowieso die coolere Jägerin von uns beiden. So. Weg ist er. Weg ist er. Was gibt's hier? Pflock. Noch ein Pflock. Bist du hässlich? Was bist du denn für ein hässliches Vieh? Böse! Böse, böse! Ab ins Tierheim mit dir. Hättest das Ungeheuer lieber nicht rauslassen sollen. Stimmt. Faith hätte dich sonst adoptiert. Davon will ich auch was haben. Das muss der Eingang zum Lagerhaus sein. Ich sehe keinen Schlüssel, aber ich wette, die Farbe da oben ist da nicht rein zufällig. Hm. Tja. Gute Frage, nächste Frage. Ja, ihr Lieben, ich würde sagen, dieses Geheimnis werden wir im nächsten Part lüften. Genau so ist es. Also ihr Lieben, drückt das Däumchen, kommentiert fein, schaltet auch wieder beim nächsten Mal ein und dann schauen wir mal mit Faith, was wir hier noch so entdecken können. Also, ciao, ciao, euer Drake.